Das Wichtigste ist natürlich, dass wir erfolgreich Handball spielen. Und ja, das ist uns gelungen. Das wollen wir jetzt fortsetzen, die nächsten Spiele, beziehungsweise bis zum Ende der Saison. Da kommt natürlich das Persönliche, stellt sich dahin. Ja, ich denke, Dresden hat eine kompakte Abwehr. Die haben einen guten Torhüter hinten drin. Und aus dieser Abwehr versuchen sie dann über das Tempospiel dann eben auch einfache Tore zu erzielen. Wirklich ein schweres Spiel, weil Dresden, ich glaube Fünfter sind sie jetzt, sehr unangenehm. Man hat sie auch gesehen im Hinspiel. Jetzt haben wir so ein bisschen den Heimvorteil, natürlich leider ohne Zuschauer immer noch. Aber wir versuchen natürlich trotzdem das Beste daraus zu machen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir zu Hause die zwei Punkte dann haben.